Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video und eigentlich könnte man dieses Video mit einem einzigen Satz beenden, denn dieses Video beinhaltet nur eine einzige Botschaft, die ihr vermutlich schon dem Titel entnehmen könnt. Freunde, es ist soweit. Hübi, Caps und Hüte sind endlich erhältlich. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, aber es ist soweit. Man kann nun auf Amazon nach meiner Hut-Cap-Kollektion gucken und sich was bestellen, wenn man möchte. Der Link dazu ist natürlich der erste Link in der Beschreibung und ich werde euch jetzt hier irgendwie auf einer der beiden Seiten ein bisschen einblenden, was es da alles gibt. Und jetzt einfach in diesem Video nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie das Ganze entstanden ist, warum ich mich so freue und wie ihr mich am meisten supporten könnt. Also, die ganze Idee mit diesen Hüten entstand eigentlich mit diesem Hut hier. Oh, Moment. Dem da oben, diesem rosanen. Den habe ich mir nämlich im Sommer 2016 letztes Jahr gekauft, als wir aufs Electric Love Festival gefahren sind. Wir haben gesagt, komm, wir kaufen uns alle so Hüte, einfach weil es witzig ist, einfach nur weil wir sozusagen als Crew, die da aufs Festival fahren, einfach nur so irgendwie einen gemeinsamen Hut haben wollen, haben sich eben alle irgendwie so lustige Fischhüte gekauft, haben uns nichts weiter dabei gedacht. Irgendwann in einem Stream Ende 2016, ich glaube irgendwann Oktober 2016 circa, würde ich jetzt mal spontan schätzen, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, hatte ich den auf und irgendwie aus irgendeiner witzigen Idee, die dann entstanden ist, Moment, ich ziehe jetzt mal ab, dass ich euch da mal auch in die Augen schauen kann, aus irgendeiner witzigen Idee, die dann entstanden ist, hat dann jemand gesagt, hey, wie wär's denn mit Hübi Fischhüten als Merch? Alle so, guter Joke. Aber dann irgendwie habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und man hat nochmal in den Streams ein bisschen drüber geredet und auf einmal so, hey, eigentlich, das ist gar nicht so dumm, das ist nicht so abwegig. Und dann habe ich erstmal angefangen, eine eigene Webseite zu machen, die Hüte alle selber zu bestellen, selber zu besticken und selber zu verschicken. Das war, glaube ich, alles ein bisschen strange. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Rechtslücken da vielleicht gewesen wären. Und, ne? Also da habe ich dann so 20 Stück verkauft, dann ist das Ganze wieder so ein bisschen abgeflacht, weil ich das Ganze vom zeitlichen Aufwand her nicht geschafft hätte, das alles selber zu machen. Und irgendwann im Frühling, Sommer diesen Jahres kommt ein Kollege zu mir, den ich gut kenne, der renommierter Amazon-Händler ist, ich glaube, so kann man es nennen, und gesagt, Hübi, ich finde diesen Hut und dein Logo geil, wollen wir das zusammen anpacken, das Ganze auf Amazon anbieten? Und ich als kleiner Hans Wurst, ja, der keinen Plan von der großen Wirtschaftswelt hat, das war natürlich perfekt für mich, das war natürlich absolut perfekt, mir hätte nichts Besseres passieren können. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen, haben wir so überlegt, okay, was machen wir, Hüte, Logo, zack, zack, rechtliches hier und da, bestellen, besticken und so weiter. Und dann kamen wir irgendwann drauf, hey, aber nicht jeder trägt Fischhüte. Fischhüte sind immer noch eine Randerscheinung auf dem Modemarkt, sage ich mal. Wollen wir doch auch noch den Leuten vielleicht was geben, was vielleicht ein bisschen, ja, weiter verbreitet ist. Und da kamen wir eben auf Caps. Und da gibt es eben nicht nur die mit dem geraden Schirm, die man kennt, die ganzen Minecaps, sondern auch eben mittlerweile die mit dem gebogenen Schirm. Die sind mittlerweile wirklich mehr im Kommen. Und ich muss auch mittlerweile sagen, dass ich die deutlich cooler finde. Weshalb wir sozusagen neben zwei Arten von Fischerhüten, den camouflagefarbenen Fischerhüten und den schwarzen, auch noch vier Caps anbieten sozusagen mit Grabenschirm und dazu auch nochmal, jetzt möchte ich nicht lügen, nochmal vier mit gebogenem Schirm, ne? Ja, richtig, gut. Und die findet ihr alle sozusagen auf Amazon auf derselben Seite. Wenn ihr auf Amazon einfach nach Hübi sucht, nach H-U-E-B-I, findet ihr als erstes direkt den Hut und da könnt ihr euch dann die verschiedenen Caps aussuchen. Die Caps mit, egal ob Graben oder gebogenem Schirm, die sind alle sozusagen unisex, die kann man hinten von der Größe verstellen. Sprich, da gibt es gar keine Probleme. Und die Fischerhüte gibt es in M, L und XL. M entspricht einem Kopfumfang von 57 cm, L von 59 cm und XL von 61 cm. Also da könnt ihr einfach kurz ein Maßband um euren Kopf legen und dann seht ihr, was für euch die passende Größe ist. Nehmt lieber, falls ihr zwischendrin seid, also zwischen einer der Größen, nehmt lieber die größere, weil wenn so ein Hut zu klein ist, sieht das komisch aus, wenn er dann irgendwo so hier oben aufsitzt. Und das ist nicht cool. Aber ansonsten, ja, falls ihr Lust habt, sowas zu haben und mich unterstützen wollt oder was auch immer, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sozusagen da einen bestellt. Einige haben den auch schon entdeckt und mir auch schon ein Foto geschickt, dass sie sich einen bestellt haben. Voll geil. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt, wo ihr mich übertrieben, also wirklich, nicht nur mich, sondern auch meinen Geschäftskollegen, übertriebenst unterstützen könntet. Und zwar, solltet ihr euch sowieso schon dazu entschieden haben, euch so einen Hut zu bestellen, wofür ich euch ultra dankbar wäre,
könnt ihr sozusagen uns beide, also meinen Kollegen und mich, nochmal, also wirklich extremst unterstützen, das meine ich ernst, indem ihr einfach auf Amazon eine Rezension schreibt. Ganz, ganz simpler Grund dahinter, der Amazon-Algorithmus in Sachen Suchergebnisse, Vorschläge, funktioniert sehr viel über diese Rezensionen. Und sollten einige von euch da wirklich einfach eine gute Rezension dalassen, ich würde mich natürlich über 5 Sterne freuen, aber ihr dürft natürlich auch ehrlich sein, sollten da einfach viele gute Rezensionen reinkommen, wird dieser Hut richtig gut gerankt und das würde vor allem meinen Geschäftspartner und mich halt einfach extremst unterstützen. Und dementsprechend könntet ihr da, falls ihr sozusagen supporten wollt, auch noch eine gute Rezension da lassen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Aber ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht implizieren, dass jeder, der sich jetzt keinen Hut kauft, für mich Abschaum ist oder so, ne? Das ist immer noch Geld und ich kann euch sagen, wir können die Hüte fast nicht günstiger anbieten, als sie da sind. Ganz einfach, weil Amazon relativ hohe Anbieterkosten hat. Also ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch sage, dass wir beide nicht viel an einem verkauften, an einer verkauften Cap, an einem verkauften Hut verdienen. Aber uns war es jetzt erstmal wichtig, das Ganze mal wirklich einfach mal zu machen, online zu stellen, einfach mal zu gucken, wie es läuft. Also falls jetzt jemand von euch sagt, der Preis ist ihm zu hoch, dann sorry, es geht wirklich fast nicht günstiger. Da könnt ihr mir vertrauen, da bin ich ehrlich mit euch. Ich habe das, glaube ich, auch schon in den Stream vorgerechnet. Also Amazon hat extrem hohe Anbieterkosten plus Steuern, plus Produktion, plus Versand an Amazon, ans Amazon-Lager, weil die ganzen Hüte liegen jetzt bei Amazon im Lager und werden von da dann verschickt, weshalb wir das Ganze eben auch in Prime anbieten können, was super cool ist, weil der Versand alles über Amazon läuft. Geile Sache. So, und ich will das Ganze hier gar nicht weiter in die Länge strecken. Ich denke, jeder von euch hat die Message verstanden, jeder von euch weiß es, wie die Idee der Hüte kam, wie sie jetzt auf Amazon gelandet sind, jeder von euch weiß, wie er mich unterstützen kann und jetzt würde ich mich einfach nur freuen, falls der ein oder andere unter euch sich dazu entscheidet, sich sowas zu kaufen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wer weiß, vielleicht quatsche ich mal mit meinem Kollegen, vielleicht können wir auch mal ein Gewinnspiel machen, einfach, wo wir irgendwie einfach dafür sorgen, wenn ihr Werbung für den Hut macht, dann nehmt ihr ein Gewinnspiel teil, wo ihr einen Hut eurer Wahl gewinnen könnt. Keine Ahnung. In Sachen Marketing muss ich da alles noch mit meinem Kollegen absprechen. Da hat er natürlich deutlich mehr Erfahrung, weil er schon sehr, sehr lange in diesem Amazon-Markt drin ist. Ich bin da noch absolut grün hinter den Ohren. Ich bin da absoluter Neuling. Aber jetzt wisst ihr's. Unten ist der erste Link in der Beschreibung, darüber könnt ihr euch einen holen und ihr würdet mich da, wenn ihr sowieso schon einen holt, also wenn mich dadurch schon supportet, noch mehr unterstützen, wenn ihr eine Rezension schreibt, das wird uns beiden sehr helfen. Jetzt habt noch einen wunderschönen Sonntag, das soll es gewesen sein, haut rein, euer Hübi.